Mal ganz blöd gefragt, wer hat sich das denn ausgedacht eigentlich? Dass das so hässlich snappt. Oder macht man. Oder. Oh, warte! Funktioniert das? Dann wäre das die perfekte Höhe, wenn das jetzt funktioniert. Das funktioniert. Cool. Speichern. Hat natürlich die richtige Höhe, dass man nicht direkt hochkommt, sondern dass man irgendwo etwas braucht, ne, um da hochzukommen. Das ist nur leicht versetzt, das passt dann. Läuft denn da vorne rum? Egal. Das ist ja mal vermega dann. Wenn man das dann so bauen kann. Dann noch auf die Höhe davon. Ja, genau. Dann ziehe ich das dann darüber. Muss hier auf jeden Fall wegnehmen dafür. Nach und nach mache ich das. Und das? Ein Raptor-Ei. Ist ein Weibchen bei? Das Männchen? Auf jeden Fall haben sie das Herz. Also ist das ein Weibchen, der 31er. Sehr schön. Also ich krieg da noch Eier dazu. Da kommt auch noch was zu fressen, ne? War ich noch genug zu futtern? Ja, passt doch. Schön, schön. Dann. Wie gesagt, ich möchte von der Küche aus hinziehen, ausbauen, ne? Ich muss das mal da hinziehen, um die richtige Höhe anzupassen. Das heißt, das kann so oder so weg. Die hier. Das nehme ich eben weg. Die lasse ich mir noch mit als eine Markierung dort. Das kommt noch weg. Das heißt, ich muss noch einmal rüber, okay. Für. Das Gefühl, ich habe nee, zu wenig Gewächshaus. Warte mal. Und zu viel Garten.
Muschel 3 breit? Oder 4? Eins, zwei, eins noch vorne, oder wie mache ich das? Das ist echt schon sehr viel an Gewächshaus, ne? Wenn ich es auch da die Ecke alles. Ich habe doch die Schrägen eingesammelt, ne? Ja, perfekt. Die brauche ich sowieso. Die Holzdinger. Wie speichern? Das weg, das weg, das weg. Dann. Dahin. Ich brauche eine Markierung. Zwei. Oh, reicht aber nicht mehr aus. Den Baum würde ich gern stehen lassen. Drei, vier. Küche groß. Ja, das passt. Wenn ich die so groß habe. Bitte was? Warum? Warum? Wo kam das her? Hier war doch die ganze Zeit nichts. Muss ich echt nicht kapieren. Echt nicht. Komm zurück. Einmal zurück bitte auf die Plätze. So. Da habe ich eben nicht. Ach, oh mein, ich habe das Ei angezogen. Warte mal. Steh da! Ordentlich. Dann kommt jemand aus. So, dann kann ich hier nochmal Panoramablick machen nach draußen. Das ist schon mal sehr schön. Das ist zumindest der Plan. Dann
Ja, und das ist halt mein Anfangsbasis für den Rest. Bedeutet jetzt, ich brauche so oder so einiges an Ressourcen. Was denn Level hast du eigentlich? 4 und mir? 5. Ja. Wenn du hier noch hier bist, kann ich hier später vielleicht noch zähmen. Früher als Düngerproduzent. So, das lasse ich erstmal als Markierung. Das lasse ich erstmal als kleinen Schutz da. Nein, da war gestern ein Alpha-Raptor. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Oh, das sind aber viele Raptoren. Na gut, ruckeln immer wieder. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß noch nicht was. So da. Dilophosaurus. Kano. Hi Kano. Tschüss, Kano? Ja. Toll. 3 zu 1 für dich. Ja, das ist doch mal eine Quote, ne? Gewicht habe ich auf 400. Ja, gut, das könnt ihr erstmal auf 400 lassen. Ich hätte gerne mehr Leben.
Das reicht jetzt so ein bisschen so, das, was ich alles jetzt gesammelt habe. Huch. Gehe ich jetzt direkt auf Stroh oder auf Holz? Ich glaube, Stroh ist erstmal fürs Erste, um die Grundbasis stehen zu haben, glaube ich, besser. Und dann rüste ich hoch auf Holz. Würde auf jeden Fall gerne auch mit Anmalen und alles diesmal machen. Ich habe das bisher wirklich effektiv nur ein einziges Mal in Ark gemacht. Gegenstände bemalt. Und das war zu der Zeit, wo das gerade frisch neu war. Und da hatte dann Ark damals auch ziemliche Probleme, was Serverhaltung angeht. Oder auch sehr viele Serverleiter, ehrlich gesagt. Wodurch ich dann das, was ich bemalt habe, wo ich mir echt Mühe gegeben hatte, dann plötzlich, ja, für die Katze war. Sehr ärgerlich dann. Deswegen würde ich gerne diesmal hingehen und es diesmal auch bemalen und alles. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn ich das hier machen würde. Moment. So, jetzt. Ist der Garten dann immer noch zu groß? Die kleine Dodo-Hütte? Dann ist das zu wenig. Gucken. Was die Hütte wäre? Ach, hier die. Der Garten. Die Befürchtung, das könnte dezent zu klein sein, ne? Ich verschieb das so um eins. Moment. Ich versuche das mal um eins zu verschieben. Ich würde in dem Garten noch sowas wie Bierfässer und so machen. Gesagt. Warte mal. Wenn ich das hier mache. Muss ich jetzt gerade effektiv hier testen?
würde ich das Ganze minimal. Hier rüber holen. Weil dass das Gras so hoch ist, ne? Ich wünsche, man kann hier irgendwie Rasen drum machen. Da kommt ja noch ein Dodo-Haus dann hin. Dass das Dodo-Haus ist. Ist das deutlich? Zu wenig. Ist ich das weg? Jumir, du nervst gerade ein bisschen dezent. Jumia, gleich hau ich dir eine. Nervst mich gerade ein bisschen. Mal gucken. Was ist das? Wie soll das aussehen? Ja. Mach ich ab da weiter. Reparieren? Nein. Ach so. Ich kann's. Ah, ich muss es reparieren, damit ich es aufheben kann. Gut zu wissen. Ich höre es dir, wenn du hier weiter rumläufst, ne? Du wirst mein erstes Düngertier. Kein Stroh mehr, nicht mehr genug. Ach so, wahrscheinlich das Holz, ne? Das fehlt. Ach, stimmt, speichern zwischendurch, ne? Nicht vergessen. Erstmal die Linien hier ziehen. Dann wird das ein schönes, schönes Heim. Das kann weg. Das kann weg. So, wenn da Toilette kommt.
hier noch was machen, so als Kasten und dann. Ich meine, würde man sich nicht so hingeengt fühlen, ne? Theoretisch gesehen. Bodenhaus, Küche. Bodenhaus, Küche. Schon? Ich habe da noch die Wände eingepackt, ne? Ja. Zumindest eine Wand. Muss man immer ein paar Markierungen hier hin machen. Bodo mit Vorhof. Ne. Jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht mehr raus mit dem Trike. Das wäre sehr unvorteilhaft. Lass mich raus. Ich komme nicht mehr raus mit dem Trike. So hoch habe ich das gesetzt alles. Doof gelaufen. Warte. Na, ich jetzt erstmal raus. Immerhin, da kann ich mir das Vieh um hier somit ein wenig safen. Wenn es nicht gerade die Klippe runterspringen sollte. Versteht sich. Okay, da komme ich auch nicht mehr hoch. Da komme ich hoch. Gut. Mal überlegen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie groß ist so ein Kühlschrank. Ich hier die Kühlschränke habe. Da vorne. Kleine Küche, aber. Ich weiß es nicht. Groß genug oder nicht? Ich weiß nicht, ob die Küche somit groß genug ist.